Was geht ab, Fresh Family? Einen wunderschönen guten Morgen. Ich bin jetzt gerade hier mit der Family. Ich muss richtig schnell machen, Leute, weil heute wird Erin kämpfen. Heute ist Erins erster Boxkampf. Ihr wisst Bescheid, alle, die das Video gesehen haben, wir essen rote Süßigkeiten. Kinder, warte, ich komme. Alle, die das Video gesehen haben, wir essen rote Süßigkeiten. Erin hatte angekündigt, dass er heute seinen Boxkampf hat, seinen ersten Kampf. Was sagst du? Du kennst doch Erin, ne? Er hat heute seinen Kampf. Sagst du, Erin wird gewinnen? Glaube ich auch. 100%. Drück Erin die Daumen, ja? Base. Bis später, mein Schatz. Ich muss jetzt nach Bremerhaven, um den Kampf zuzugucken. Deswegen hier Universum. Ihr wisst, weil Erin boxt bei Universum. Also heißt eigentlich Kampf deines Lebens. Das ist unser Amateurteam sozusagen. Ich würde sagen, Leute, ich bin nicht so viel, ich muss mich beeilen. Bis gleich. Peace. So, Freunde, jetzt habe ich ein Auto gefunden. Und das hier ist ein Peugeot. Ihr wisst Bescheid. Auf jeden Fall, Leute, ich habe mich so beeilt. Ich bin da in 5 Minuten. So Gas gegeben. Bremerhaven, wir kommen. Erin, dein Sieg. Erin, dein Sieg. Ich unterstütze Erin. Bin da für Erin. Ich werde Erin so motivieren. Freue mich so hart, dass es doch geklappt hat. Eigentlich waren alle Plätze besetzt. Es hieß, ich kann eigentlich nicht mit. Aber auf einmal hat mein Coach doch noch geschrieben und meinte, wir haben noch Plätze am Start. Komm mit. Oh, was geht? Oh, deutscher Meister. Alles gut? Bei dir? Guck mal, hier Erin, Abi, Erin, wie geht's dir? Wie geht's euch, Leute? Ihr habt mich vermisst. Ja, ne? Ich freue mich. Fahr ich da mit? Ich weiß, glaub schon. Digga, wie soll ich da rein, Alter, ja? Oder soll ich die Bahn nehmen? Hä? Eine Bahn? Erin, bist du ready? Wie willst du reingehen? Sag mal, zeig, zeig. Komm mal. Sag, ey, Punktrichter, ne? Wenn du mich nicht gewinnen lässt. Oha, so machst du? So machst du? Bist du ein bisschen aufgeregt, Erin? Geht. Boah, mach nicht auf cool. Ja, aber, auf, okay. Ja, aber nicht so viel jetzt. I come to smash everybody. I come to smash. Boah, du bist heute Zuschauer. Chill bist hier. Boah, unser Baba-Auto, was ist das, AMG? Ja, Mann. Heizte Ware. Bruder. Erin, konzentrier dich mal. Du musst Sieg irgendwo für die Fresh Family, Junge. Du hast letztens rote Süßigkeiten schlecht gelaunt. Ja. Jetzt musst du zeigen, Digga, dass du ja Energie hast, Junge. Junge, verletz dich mal nicht mal. Kurzer Zwischenstopp hier, es muss getankt werden, ne? Ja. Wie lange fahren wir noch? Eine Stunde, eine ne? Stunde. Wieso schläfst du nicht? Ein bisschen Energie tanken. Egal, Digga. Du bist aufgeregt, ich sehe das. Geht's. Wann bist du schlafen gegangen? Das ist meine Frage. 1 Uhr. Hä? 1 Uhr. Ich sag das jetzt, Coach. Coach, er ist 1 Uhr morgens schlafen gegangen. Was sagst du dazu? Er ist ready. Er ist ready? Ja, ja, er kann es kaum abwarten. Ja. So ist das, ne? Ja. Ich glaube, ich gehe kurz gucken, ob ich was zu essen holen kann. Kommst du mit? Wird getankt und dann geht's weiter. Universum, Box Promotion. Was meinst du gerade? Eine Chipspackung 4 Euro. Leute, ich bin ehrlich zu euch, ne? Viele sagen immer so, Ben, das kannst du dir auch leisten, aber Leute, ich bin nicht Mois oder so. Ich mach nicht so viel Para. Wir waren gerade drin. Wisst ihr, wie teuer das war? Eine Cola, 3 Euro. Verstehst du? Dann warte ich lieber, dann, bis wir in Bremen sind. Dann gehe ich irgendwo Lidl oder Aldi und gehe da kaufen. Ohne Spaß. 4 Euro dafür. 4 Euro hast du für was? Zeig mal, zeig mal. 4 Euro. 4 Euro. Du weißt ja, das ist einmal bei Lidl 6er Pack, ne? Ja, ich weiß nicht. Saskia Wasser. Lieber verhungern. Ja, so. Lieber töten. Töte mich, fahr mich um. Digga. Lieber verhungern. Ja. Irgendwann später. Das wird die Halle sein. Heute ist Showtime. Sieht richtig geil aus, die Halle hier. Ne? Was sagt ihr dazu? Ist auch richtig nice, oder? Oh, stabil. Erin, warst du schon hier bei der Waage? Wie viel wiegst du? 42,5. Wie viel? 42,5. Digga, ihr Kollege, jetzt musst du erst recht lauter reden. 42,5. Jetzt muss deine Brust raus. Die Kabine hier. Hey, Hamburg. So, Nachkampf Nummer 2, ein bisschen eine Pause. Oder ich bin nichts. Psychobehinder, ja? Komm, du musst dich rasieren. Rasierer für dein Bart. Echt? Er baut sich aus, bevor er überhaupt in den Ring gestiegen ist. Er baut sich einfach hier aus. Also ihr seid Boxer und keine Wrestler, ne? Damit ihr das nicht vergisst. Hey, ihr wisst ja, wenn ich nicht sieg, holt. Ey, nicht so, ne? Wir schlagen alle die Ringrichter alle zu. Nein, nein, nein. Du holst einen Sieg. Okay? Konzentrier dich gut. Du hast hier ein bisschen mental vorbereitet. Wir sind alle hinter dir. Fühl dich frei. Hab deinen Spaß. Hab deinen Spaß. Ich bin auch dabei.
Hey, Alden. Ah, nichts los, es geht weiter. Überleg mal, Mai hat seinen ersten Kampf verloren und guck mal, was er jetzt alles gewonnen hat. Es ist gar nichts los, das hast du richtig gemacht. Du bist ein Lügner, ey. Alden, guck mal. Hallo, du machst weiter, ne? Weißt du, wie stark du bist? Es ist gar nicht vorbei, verstehst du, was ich meine? Guck mal, wir haben das aufgenommen, wir wollen jetzt nicht unfair sein, wir haben alles aufgenommen. Alden hat seinen Sieg nicht bekommen, ist nichts los. Der Typ war auch, ne, Heimvorteil, er kommt aus hier. Und man muss aber sagen, die hatten 3 Runden, 1 Minute, ne, war das, pro Runde. Und Digga, Alden hat sich gut geschlagen, am Ende leider seine Hand wurde nicht gehoben. Aber es geht weiter, Alden, weil jetzt wollen wir sehen, dass du weitermachst, ne, und irgendwann deine Hand gehoben wird. Machst du weiter? Du musst weitermachen, Junge. Ja, Alden? Ich steh jetzt auf, Junge, was haben wir nicht deprimiert, Mann? Im Training wird nochmal weiter Gas gegeben. Er hat auch seinen ersten Kampf verloren. Und guck mal, jetzt er nimmt alles auseinander. Nach jedem ersten Kampf, den du verloren hast, oder keine Ahnung, nach jedem ersten Kampf bist du immer nur besser. Das ist es. Du kannst nur besser werden. Bro, wenn 2 Leute in deinem Ring stehen, gibt's keine Verlierer. Das ist es. Du hast wie ein Mann gekämpft. Erstens das und zweitens, Bruder, ob Niederlage oder Sieg. Bruder, nach dem ersten Kampf bist du immer besser. Das geht nur noch nach oben. Checkst du, was ich meine? Das liegt jetzt nur an Alden, ob er weitermacht oder nicht. Das musst du sagen. Ja, genau, wie gesagt, du musst weitermachen, ja? Das liegt an dir selber. Checkst du, was ich meine? In ein paar Monaten holen wir uns den nochmal. Jetzt genau mehr eben. Arbeiten, ja? Mentalität trainieren musst du auch machen. Ja? Ja. Mehr arbeiten, arbeiten, arbeiten. Und Training ernst, dann nehme ich immer hier. Ja. Du musst wissen, wo du Spaß machen kannst und wo du ernst bleibst, weißt du? Und jetzt hast du gesehen, beim Boxen, wenn du trainierst, musst du ernst bleiben und dich nicht selber verarschen. Wenn ein Trainer sagt, mach 50 Liegestütze, dann mach 50 Liegestütze. Auch egal, ob du Pause machst oder nicht, aber du hast die 50 gemacht. So, jetzt musst du dich selber challengen, weißt du? Wie war für dich die Erfahrung? Als nächster sind wir. War gut, ne? War geil, ne? Fühlt sich geil an, ne? Da musst du dranbleiben, ja? Guck mal, jetzt ist das Gute, du kannst nur lernen. Du weißt jetzt, auf was du machen musst, was du arbeiten musst, worauf du noch mehr Wert legen musst, worauf dein Fokus sein muss. Guck mal, du hast erst verloren, wenn du jetzt aufgibst. Aber du wirst nicht aufgeben. Das ist das. Das ist das Ding. So jung, Digga. Da wird so viel Ich hab mich mal mit 13 in den Kampf gemacht. Wie gesagt, du brauchst gar nicht traurig zu sein, weil du musst immer an diese Beispiele denken, wie beispielsweise ein Miles. Andere Leute, die den ersten Kampf verloren haben, guck mal, was sie jetzt machen. Passieren alles. Generell, was genau so muss auch dein Ziel sein. Okay. Generell, was übertreue ich, Bruder, das ist nichts, zerstörst du auf dich. Du hast erstens den ersten Kampf gemacht, ja? Du hast trotzdem Training durchgezogen, ja? Um sie zu stehen, um den Kampf zu machen. Du hast Gewicht gemacht. Ja. Gewicht hast du auch noch gemacht, ja? Respekt. Das machen nicht viele 13-Jährige, Digga. Wir sind noch ein bisschen hier, noch am Chillen und ich würde sagen, genau, wir gucken noch ein paar Kämpfe und dann würde ich sagen, wieder ab nach Hamburg City. Ihr wisst, Boxen ist kein Mannschaftssport, Digga. Beim Fußball, wenn du Fehler machst, hast du jemanden, der das ausradiert. Beim Boxen, du stehst drin, wenn du ein Ding bekommst und du gehst K.O., dann gehst du K.O., dann wird dir nur hochgeholfen, aber ihr wisst Bescheid. An der Stelle, ich guck weiter. Peace. Jetzt ist der Tag auch wieder vorbei. So, hau rein. War ein guter Tag, wir haben viel gelernt, wir haben gewonnen, wir haben verloren. Bei mir fährst du mit, bei Robert? Ne? Ja, ich fahr da mit bei euch. Mach keinen Unfall, ne? Ciao, ciao. Jungs, fahrt mal vorsichtig, bitte. Autobahn ist so gefährlich, ne? Jetzt sind wir im Auto. Alden ist auch hier am Start. Alden, wie geht's dir sonst, Alden? Gut. Hä? Ich muss hinten sitzen. Weil du bist voll klein, so. Du brauchst mal Kindersitzung. Jetzt sind wir, du bist kaputt vom Tag, ne? Ja. Jetzt nochmal 2 Stunden Rückfahrt. Hier mit dem deutschen Meister Schwabon. Wir fahren jetzt mal hier mit Coach. Coach? Coach meinte, möchtest du bei mir mitfahren? Meinte ich, ja, danke schön, Coach. Natürlich du musst doch. Und jetzt ab nach Hamburg. Jawohl. Jetzt wird sich hier McDonald's gegönnt. Erin, guten Appetit. Danke. Ja? Ich hab hier auch noch. Was hast du dir bestellt? Sag mal deinen Burger. Big Mac? Ja, Standard. Ich hab mir auch Royal TS bestellt. Dank hier Ram. Boah, wie reinbeißt auf den. Du kriegst nichts ab, auf den er provoziert. So, Alden, was haben wir gerade besprochen? Wie geht's weiter? Weil alle denken jetzt, du hörst auf und ja, dies. Nein, ne? Erzähl mal, wie geht's jetzt weiter? Immer härter trainieren, nicht so viel Scheiße beim Training. Ja, und was sagst du jetzt zum Kampf? Fazit generell, was hast du jetzt, du hast ja Videos jetzt angeguckt von deinem Kampf. Was sagst du, was hättest du besser machen sollen? Alles. Was alles? Alles. Ja, du musst ja richtig aufklären, was? Voll aufklären. Hä? Was hast du falsch gemacht? Was machst du nächstes Mal richtig? Nächstes Mal? Ja. Der zuhören. Du selber im Ring, als du da warst, was musst du jetzt mal richtig? Bleib, und mehr Sicht, und mehr trauen, nicht Augen zu und wegdrehen.
Ne? Ja. Und du machst weiter, Adam. Bis nächstes Mal deine Hand gehoben wird. Hast du verstanden? Du machst weiter. Jetzt zeigst du, ob du richtig ehrgeizig bist, ne? Und ob du das wirklich liebst, was du schon die ganze Zeit machst. Wie lange machst du jetzt schon Boxen eigentlich? Nicht so lange. Ja, weißt du, ja, trotzdem mit 13 in den Ring gehen ist schon eine gute, also, ne? Trauen sich nicht viele, weißt du? So, wir essen jetzt. Ich habe genug geredet. Wir fahren danach nach Hamburg und dann melden wir uns nochmal, wenn wir in Hamburg sind, oder nicht? Wir sehen uns gleich. Peace out. Das tut so gut. Jetzt sind wir in Hamburg. Wie fühlst du dich? Geil. Und wie lange sind wir gefahren? Wie lange sind wir gefahren, Erin? Wir waren 2 Stunden, ich saß in dieser Mitte da vorne, Digga. Yo, Junkies, Digga. Ihr wisst Bescheid, Hamburg, Digga. Bremen. Er ist so ein kleiner Ecstasy-Junkie. Komm her. Bremerhaven habe ich mich schon scheiße gefühlt. Ey, Bruder, was geht? Bremerhaven habe ich mich so scheiße gefühlt. Aber jetzt bist du in Hamburg, ne? Ey. Auf den hier in Hamburg boxst du anders, ne? Ja, natürlich, Digga. Ey, auf jetzt. Er ist müde, er ist übermüdet. Digga, ich sehe Schmuckpippen und ich fange an zu schwitzen. Ich mach die ganze Zeit so. Erin, kannst du bitte jetzt ruhig sein? Er hat während der Fahrt tausendmal gebläht. Ja. Was, hat er gebläht? Er hat die ganze Zeit gebläht. Deswegen hat das Auto so gestunken, ne, du Ekel. Und er sagt, Jungs, mach mal Fenster auf, mir ist heiß. Mein Gott, ich war das Ding. Mein Gott, ja. Du Furzkissen, Digga. Mein Gott, ich war das Ding. Ben Fresh, erzähl mal. Wie war dein Tag heute? Ja, ich muss sagen, sieht man mich überhaupt richtig, damit ich schon mal reden kann? Ja, ja, natürlich. Bisschen, ne? Oh. Jawoll. Das war mal geil zu sehen, wie das ist als Trainer, Co-Trainer in der Hinsicht. Da braucht man echt viel Ausdauer, viel Luft. Ich bin auch immer noch jetzt noch kaputt, obwohl ich nicht gekämpft habe. Ne? Danke auf jeden Fall, dass ihr bis hierhin geschaut habt. Wir sehen uns, ne? Erin, Abi, guten Aus, mein Bester. Ja. Haut rein. Alles, Ben? Ja, ich hab alles, alles. Ciao, ciao. Danke, ciao, ciao.